So Leute, hallo erstmal und zwar herzlich willkommen hier wieder zurück bei ErbsenTV. Und zwar, ich möchte ein kurzes Review-Video machen über mein Video von Chemnitz. Und zwar, ich möchte kurz auf die Kommentare antworten. Weil manche sagen so, ey, warum schreibst du mir so einen Scheiß? Ja, also die Kommentare auf dem, was ich antworten möchte, ist zum Beispiel das erste Kommentar wie ihr linken Radikalen oder wie auch immer der das gerade geschrieben oder der das geschrieben hat, ihr linke Propaganda und sowas. Ich mache keine Propaganda. Ich sage einfach nur meine freie Meinung raus. Und das ist doch wohl noch in Deutschland gestattet, oder nicht? Oder ist die Meinungsfreiheit irgendwie versteckt? So. Auf das nächste Kommentar, wo jemand gemeint hat, mir irgendwie weiß zu machen, wo ich mich zu informieren habe. Oder, dass ich mich besser informieren soll. Zu diesem Zeitpunkt, wo ich dieses Video gemacht habe, gab es noch keine Analyse, wer das war. Ich habe das nur einen Tag oder so später irgendwie hochgeladen, weil ich unterwegs war. Also daheim, aber danach war ich unterwegs. Und ich soll weniger Drogen nehmen oder mehr und mir das Hirn waschen. Hä? Lass dir mal bessere Sprüche einfallen. Und wenn du jetzt mit Zecke ankommen tust oder irgendwie sowas, dann mach halt. Nimm mir halt Zecke, das plant doch mich nicht. Hä? Wenn du noch blödere Sachen schreibst, wie zum Beispiel, ja, damals hätte ich Adolf irgendwie, keine Ahnung, zum Beispiel, ist nur ein Beispiel, das soll nicht sein, oder so. Adolf hätte ich damals vergast, wenn du sowas gesagt hättest. Hätte das halt gemacht. Plant me nicht. Und ich möchte jetzt alle einfach nur sagen, die Antwort auf dieses Video, von mir persönlich sogar, hallo? Also, ne? Wenn Leute meine Aussage nicht verstehen, wie es mir rüberkommt, wie es gerade zur Zeit in Deutschland ist, wie es meine Einstellung ist, und sie haben eine andere Einstellung, zum Beispiel, keine Ahnung, sie sagen, ja, es gab zum Beispiel keinen Holocaust, zum Beispiel. Soll jetzt hier auch keine Antwort irgendwie auf sowas sein, aber das plant doch niemand. Ich sag, wie es mir rüberkommt, nicht was ihr denkt. Ich sag nur, schreibt es mal unten in die Kommentare, wie ihr das denkt, ob das auch so ist oder auch nicht. Das heißt nicht, dass du mich jetzt irgendwie hier angreifen tust mit solchen Kommentaren. Tust du nicht. Oder tut ihr nicht. Oder tun allgemein viele nicht. Weil es bringt einfach bei mir gar nichts. Wenn jemand zu mir sagt, du bist eine scheiß Zecke, laufe ich weiter. Es plant doch mir nicht, was der von mir denkt. Der kennt mich ja nicht. Oder so. So. Und das war jetzt auch das ganze Video. Ich möchte einfach nur sagen, dass es meine freie Meinung war und die Antwort oder das, worauf ich hinaus will, ist, dass es mir so rüberkommt, dass es so sein kann, eventuell in 10 Jahren so sein tut, wenn es so weitergeht, dass der Staat so versagt und die Rechten so viel auftauchen, dass es so ein Domino-Spiel sein kann, so. Der eine kippt um und dann gibt es eine ganz lange Kettenreaktion. Und dann tak, 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 tak. So. Das ist meine freie Meinung, meine Antwort auf das Video und auf die Kommentare von dem. Und trotz all dessen wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ein kräftiges Pogo-Prost und zum Wohle.